tatsächlich nicht umschalten. Also von dem her, Marco, geh mal nochmal zu auf die Bühne, weil... Aber mich, der Rainer hat nämlich kein Mikro, das hab nur ich, der wollte die Anmoderation machen. Wir sind hier, Rainer, beim Product Launch von Huawei. Kurz. Yeah, sind wir dabei. Das ist der Rainer. Gut schaut er aus. Ihr dürft dem Rainer auch alle noch nachträglich zum Geburtstag gratulieren. Der hatte nämlich gestern Geburtstag, ist so 29 Jahre alt geworden. Dankeschön. Aber das war's jetzt. Jetzt stehen andere Sachen im Fokus, nämlich viele neue Produkte, die hier vorgestellt wurden. Und die sieht man hier auch schon hinter uns auf der Leinwand. Ganz viele Wearables und dazu zwei Tablets. Und wir haben es euch ja schon angekündigt. Wir werden uns jetzt hinter die Bühne begeben. Da gibt es nämlich alle Produkte in der sogenannten Hands-on-Area. Und werden, sofern wir uns durch den Wust an Reportern und Media-Vertretern durcharbeiten können, alle Produkte einmal zeigen. Gibt's ein großes Highlight? Gibt's. So ein bisschen spoilern. Das ist gar nicht mal das Produkt. Rainer, ich schlage vor, wir gehen schon mal rüber. Das ist gar nicht so ein Produkt. Sondern, ich muss mal auf den Ton gucken, ob ich zu laut schreie, aber ich hoffe, ihr hört mich gut, deutlich und nicht so, dass euch die Ohren rausfliegen. Ansonsten schreibt es mal in den Chat, das müsste der Rainer eigentlich auch lesen können. Also Beschwerden immer direkt an den Rainer. Wo waren wir? Wir waren beim Highlight. Highlight. Highlight ist gar nicht mal so sehr ein Produkt, sondern eine Funktion. Eine Funktion, auf die ihr schon alle ganz lange gewartet habt, die wir schon tausendmal diskutiert haben, worüber ich schon so viele Berichte geschrieben habe. Genug gespoilert? Dann wartet ab. Direkt bei einem Produkt, was wir waren hier noch nicht hinter, deshalb müssen wir uns erstmal orientieren, wo was ist. Und wir versuchen natürlich direkt als erstes zu eben diesem Produkt zu gehen. Aber ich glaube, das klappt nicht so ganz. Wir müssen hier gucken so ein bisschen, weil ganz viele andere Kollegen aus der ganzen Welt auch hier sind und berichten. Das ist wirklich mal wieder ein richtig, richtig, richtig großes Huawei-Event. Und klasse, wir können die Spannung hochhalten. Wir sind hier erstmal bei den Tablets, aber nirgendwo sind Geräte. Genau, wir haben hier das MatePad Pro, diesmal in der 12.2 Zoll Version. Alle Infos gibt es schon im Artikel auf dem Blog. Und das Schöne, hier einmal in einer Standard Edition mit normalem OLED und daneben mit dem Papermate Display. Genau, ihr seht auch direkt den Unterschied. Wir haben nämlich hier so ganz tolle Neon-Lichter. Neon-LED meine ich natürlich. Neon ist so, ist so 80er. Und Licht ist auch in Ordnung, das ist gut. Wir stehen also im guten Licht. Und das Papermate-Display ist halt da natürlich super, dass es nicht so spiegelt. Da empfehle ich euch auch den Artikel zum MatePad 11.5S von der Barrett. Ist, glaube ich, letzte Woche veröffentlicht worden und die hat auch viel persönliche Eindrücke gerade zu dem Papermate-Display berichtet. So, hier sind wir bei Creation of Beauty. So, jetzt kommen wir mal zu den Geräten. Und ihr seht, es ist wirklich nicht so ganz einfach, hier ranzukommen, weil die Massen wieder daherströmen. Aber wir können euch zumindest die Geräte hier nochmal so ein bisschen zeigen und ein paar Eindrücke bringen. Das MatePad 12X,
ja, so ein bisschen Einsteigergerät. Die Preise, die hier genannt wurden, mit, ich glaube, 550 und 650. Man hat uns gesagt, das sind möglicherweise noch nicht die ganz finalen Preise für Deutschland. Da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Die Geräte kommen auch erst nächsten Monat raus. Und ja, genau, ihr kriegt schöne Eindrücke hier von den Kollegen. Ich weiß gar nicht, ist glaube ich ein italienischer Kollege. Und der kann ja auch mal die Arbeit machen. Und wir schauen einfach so ein bisschen zu. Eben. Das ist ja auch nicht schlecht. Wenn wir jetzt was zu trinken hätten, Rainer, dann könnten wir schön was trinken. Aber es ist zwar nicht wie in Dubai, aber ich zitiere dich mal, wir haben doch keine Zeit, wir gehen mal weiter. Denn irgendwann müssen wir auch mal den Spoiler auflösen, bevor keiner mehr Lust da drauf hat. Und das kriegen wir hier noch nicht ganz hin, aber teilweise. Hier kommen wir nämlich jetzt zur neuen Watch GT5. Das ist das normale Modell, nicht das Pro-Modell. Genau, der Rainer hat nämlich auch schon eine und wird auch dazu berichten und Erfahrungsbericht schreiben. Hier haben wir das in Blau. Natürlich hinten auch mit dem neuen TrueSense-System. Dazu hatten wir auch berichtet. Könnt ihr euch auf dem Blog den Artikel einfach mal anschauen. Das funktioniert sehr gut. Was ich sehr schick finde, wovon ich aber befürchte, dass dieses Modell nicht nach Deutschland kommt, mit diesem weiß-braunen Armband. Natürlich sehr elegant wieder die Damenversionen, also mit dem etwas kleineren Display. Was sich dann eben auch an etwas schmaleren Handgelenken wirklich gut macht. Tatsächlich muss man hier wieder sagen, bei der GT5, das ist einfach, was mir und auch vielen anderen, mit denen ich mich hier unterhalte, Kollegen, Freunde, es ist einfach der Stil. Es ist eine richtige Uhr, es ist nicht so ein Plastikteil, was wirkt wie aus einem Kaugummi-Automaten. Sorry, aber das war mein Eindruck, als ich die Samsung Ultra auf der IFA erstmalig in der Hand hatte. Und das ist kein Bashing, weil ich nutze durchaus ansonsten auch Samsung-Uhren, um einfach mal einen Vergleich zu haben. Aber es geht nichts über so eine richtige Uhr, die man dann eben auch als Smartwatch nutzen kann. So, hier haben wir weitere schicke Modelle. Ich versuche mal kurz einmal hier rumzugreifen und das Highlight-Modell so ein bisschen zu kriegen. Oh, das ist schon schick. Jede Frau, Gold is best, sage ich nur. Ein schickes Milanese-Armband. Genau, schalt mal scharf. Ich mache nochmal an hier. Das sieht schon drehschick aus und ist dann auch ab sofort, wenn ich sage, boah, geil, meine Frau hat Geburtstag nächste Woche, ab in den Online-Store, Link auch bei uns im Artikel. Und es gibt da auch schöne Vorbesteller, oder nicht Vorbesteller, sondern eine Aktion für diejenigen, die direkt zuschlagen und die Uhren direkt kaufen. So. Jetzt wollen wir aber langsam mal zum Pro-Modell, die hier alle weg sind, beziehungsweise alle im Einsatz. Wir versuchen mal, ja, dann zeigen wir doch einfach mal die D2, Rainer, weil die hat der Marco und testet die aus. Weil dem Marco ist vor kurzem beim Blutspenden gesagt worden, oh, ihr Blutdruck ist ein bisschen hoch. Ja, was soll ich sagen? Und da war ich natürlich froh und dankbar, dass ich die schon testen konnte. Und auch hier, Testbericht kommt natürlich. Die hat wieder, wie schon die D1, innen am Armband so einen Schlauch, der sich dann aufpumpt. Also ähnlich wie diese Oberarmmanschette, die ihr vielleicht vom Arzt kennt. Und dann den Blutdruck misst. Das kann man nach Zeitplan machen. Man kann eine 24-Stunden-Blutdruckmessung machen. Und auch hier greife ich so ein bisschen dem Testbericht vorweg. Der ist nämlich in Gedanken schon fertig, nur noch nicht zu Papier oder online gebracht. Die ist super genau und ich war wahnsinnig begeistert. Ich habe das Ganze verglichen mit Kollegen vom Sanitätsdienst, die einen ganzen Tag Messungen gemacht haben. Und auf meine Frage, ob es denn mal irgendwann signifikante Unterschiede zwischen dem Goldstandard, der Oberarmmanschette, der klassischen Messung und den Vergleich, der Vergleichsmessung mit der Uhr gegeben hat, hieß seine Antwort, war ein absoluter IOS-Fan, der Kollege vom Sanitätsdienst in Berlin, leider nein.
Leider nein, ist in dem Fall ein absolutes Lob für das, was Huawei hier auf die Beine gestellt hat. Super. Und nein, es ist nicht nur ein alte Leute-Problem, weil wir sind ja noch keine alte Leute, Rainer. Sondern es ist wirklich ein Thema, was mittlerweile ein Drittel der europäischen Gesellschaft und ungefähr ein Viertel der weltweiten Bevölkerung betrifft. Das ist jetzt nicht, dass man todkrank ist, aber hey, wenn ich sowas in einer Smartwatch monitoren kann, ja, die meisten von euch monitoren ja irgendwas mit Trackern, ja, dann ist es doch super, dass ich das jetzt auch so bequem machen kann. Yes, der Rainer krallt sie sich direkt, die Huawei Watch GT 5 Pro. Und auch hier wieder ein richtig schönes Stück Technik. Die ganzen Details, die haben wir euch im Blog verlinkt, die wollen wir euch jetzt nicht mit langweilen. Coole Features, die neu sind, die hier präsentiert wurden. Da sage ich zum einen mal, Rainer, 15.000 Golfkurse, jetzt auch global und nicht nur in China. Ist Golf schon ein Sport für uns beide? Ja, also ich kann euch sagen, ich habe mit dem Rainer in Dubai auch Golf gespielt und er macht definitiv die bessere Figur beim Golf. Also vielleicht eher ein Modell für ihn. Aber, und jetzt lösen wir endlich den Spoiler auf, das Feature, was neu kommen soll bis Ende des Jahres. Trommelwirbel. Drrr. NFC Payment. Ich konnte es gar nicht glauben, das haben die so nebenbei erwähnt. NFC Payment soll bis Ende des Jahres mit der Watch GT 5 Pro und ich hoffe auch mit weiteren Modellen, da werden wir natürlich nachfragen, kommen. Unfassbar, Jahre hat es gedauert, jetzt soll es möglich sein. Bitte, jetzt alle Jubelschreie, die dieses Feature so lange gewünscht haben und dann jetzt mit der GT 5 Pro erstmals bekommen können. Ich freue mich riesig. Denn das ist einfach eine Sache, die ich überall ganz häufig erlebe, dass man nicht mehr das Smartphone zückt, sondern eben mit seinem Wearable zahlt, weil es einfach und bequem ist. Gut, was haben wir noch? Wir sollten mal die die Watch Ultimate suchen. Ich liebe ja die Watch Ultimate. Trage sie jetzt seit über einem Jahr, hatte die schon zigmal im Urlaub zum Tauchen dabei, weil ich begeisterter Taucher bin. Und auch da gibt es eine Neuauflage bei der Watch Ultimate. Und zwar nach der Blue und nach der Black Edition jetzt die Green Edition. Ich habe keine Ahnung, ich laufe dem Rainer mal ein bisschen hinterher und gehe jetzt mal hier vorbei. Rainer, hier ist leider keine Watch Ultimate. Da sind nochmal schön die diversen Modelle wunderbar präsentiert. Aber nichts Ultimate, oder? Das aber nichts. Haben wir eine Ultimate? Haben wir eine Ultimate? Haben wir eine Ultimate? Haben wir eine Ultimate? So, schaut mal hier. Hier ist der super liebe Kollege Daniel von Notebook Check, der für uns die Watch Ultimate Green Edition klar gemacht hat. Und er hat schon direkt den richtigen neuen Modus, den Practice-Modus. Den Golf-Modus. Das ist nämlich die neue Funktion. Es ist nicht ein komplett neues Modell. Ihr seht, das ist absolut identisch ansonsten, abgesehen von der Farbgebung. Aber der Golf-Modus. Das heißt, hier haben wir semi-professionell. So, jetzt sind wir wieder drauf mit dem Ton. Golfmodus, also für die Golfer unter euch, ihr könnt euch da anzeigen lassen, wie wirklich der Platz, das konkrete Loch, das Green aussieht, wie gerade der Wind ist. Wie weit ihr schon gekommen seid auf dem Loch, was gut wäre für euren letzten Schlag, welches Eisen oder Holz, also ihr seht, wir sind da ganz unbedarft. Ihr könnt euch Anleitung geben lassen, wie der beste Schwung aussieht und kurz gesagt, dies Ultimate-Modell richtet sich dann, das Explorer-Modell war ja vor allem für Trailrunning oder auch zum Tauchen. Hier kommt dann jetzt eben noch der Golf-Modus hinzu. Wenn ihr also Golfer seid, unbedingt dieses Modell mal ausprobieren. Und ansonsten muss ich einfach sagen, das Ding sieht unfassbar gut aus.
Lässt sich gut tragen. Jetzt mach schon. Ja, wer jetzt gut aussieht, das sollen die Zuschauer entscheiden. Es geht nichts über die Ultimate. Die ist einfach top. Gut, machen wir weiter. Tablets, Rainer, haben wir noch nicht gezeigt. Da waren wir schon mal kurz dahinter. Und hier, ihr seht, das ist auch immer wieder eine schöne Sache, hier alte Gesichter zu treffen. Absolut authentisch, auch nichts gestellt. Ist ja auch mal schön. Der war nicht engagiert, um hier reinzuplatzen. Die Tablets, was können wir über die Tablets noch sagen? Das 12.2 Pro hat auch eine schöne neue Glide-Tastatur, wo der Pen direkt mit drin ist. Ich selber nutze das 13.2 Pro, viele Funktionen. Es ist im Grunde gerade für eine mobile Lösung mit der Tastatur eine super Sache. Super leicht, noch leichter als zum Beispiel ein MatePad, MateBook X Pro. Aber eine vollwertige Lösung, irgendwo in die Sitzung, in die Klassenfähigkeitsgruppe, um da mitzuschreiben, um das Ganze nachher online zu bringen. Und mit dem PaperMate ist auch das Gefühl mit dem Schreiben mit dem Stift richtig angenehm und hat so ein bisschen was von auf Papier schreiben. Ich find's toll. Oder auch, wenn ihr mobil unterwegs seid mit einem Laptop. Ich kann bei meinem MateBook das Tablet als zweites Display einstellen. Das heißt, das, was ich zu Hause am Schreibtisch habe, was viele mittlerweile auf dem Schreibtisch haben, kann ich dann auch mobil. Einmal Laptop, daneben das Tablet, Zusammenarbeit, erweiterter Bildschirm. Also wirklich eine super Sache. Das MatePad 12X richtet sich dann eher so an, wie haben Sie gesagt in der Präsentation, auch an die junge Generation. Ich gebe zu, da haben der Rainer und ich nicht mehr ganz so genau zugehört, weil wir uns nicht mehr so angesprochen fühlten. Nein, Quatsch. Schauen wir nochmal zu den MatePads. Das, genau. Dann gucken wir mal. Wenn ihr übrigens Fragen habt, ne, der Rainer, der passt zwar auf, wo wir hinlaufen, aber der liest auch so ein bisschen im Chat mit. Und wir würden natürlich auch immer direkt auf eure Fragen, die ihr vielleicht habt, eingehen. Ich sage nochmal, alle Preise, die wir kennen, sind im Artikel, der das ganze Event zusammenfasst. Da sind auch alle Produkte nochmal aufgeführt mit den Informationen, auch alle Produkte im Bild. Und genau, hier wären wir nämlich jetzt beim Pro mit der neuen Glide-Tastatur. Und auch hier sieht man, das ist einfach wieder der Vince schaut zu. Servus Vince. Das ist einfach wieder was auch die Technikwelt und die Technikmedien beschäftigt und wo die fleißig drüber berichten. Und das ist einfach was, weil wir immer auch wieder in den Social Media diese Kommentare bekommen, wer ist Huawei? Huawei gibt's nicht mehr, Huawei ist tot. Nö, stößt durchaus noch auf reichlich Interesse. Wir schauen hier einfach mal zu, was die Kollegen machen, alles sauber ablichten, um dann auch ihre Artikel zu schreiben. Und ja, ist noch nicht ganz fertig. It's okay. Because the light is Do it. Okay. Done. Do it. Yes. It's okay. It's live, it's okay. Live? Yeah, it's live. Genau, hier können wir ein bisschen mitgucken. Was wir euch vor allem mal zeigen wollen, ist das neue, zack, und da sind wir am Start, das neue Glide. Hier passt nämlich jetzt schön der Stift rein. Und ich kann es in unterschiedlichen Positionen und auch wieder komplett abnehmen. Zuklappen. Habe hier das Tablet. Schön für die Couch. Oder dann eben auch, wenn ich unterwegs bin, Schule. Ich kann genauso mein Word, mein Office darauf nutzen. Habe hier eine große, vollwertige Tastatur, mit der ich schreiben kann. Und vielleicht für den einen oder anderen, der sich sagt, Mensch, so ein Notebook ist doch ganz schön teuer. Vielleicht das die Alternative, wenn man wirklich nur im Bereich Textverarbeitung oder Office-Anwendungen unterwegs ist
Und was ich einfach wirklich schätze, ist auch so eine Stifteingabe. Da kann man mittlerweile zum Beispiel mit Huawei Notes viel schreiben, das Ganze dann nachher auch übertragen. Und ich finde es einfach super praktisch. Gut. Eins haben wir nur vergessen. Was haben wir vergessen? Nein, nur zwei Sachen haben wir vergessen. Was? Das kann ja gar nicht sein, dass wir zwei Sachen vergessen haben. Du eigentlich Rainer. So ein Wanderer bist. Der Rainer erzählt gerade, ich wäre ein Wanderer. Das kann ich mir... Moment, ich guck mal meine Schritte heute. Oh, guck mal, ich habe schon fast... Pamela Reif und Sir Mo Farah, die ja die Markenbotschafter auch für die Wearables, für die Uhren sind und die auch selber nutzen, haben hier nochmal die Light Up Your Rings Kampagne vorgestellt. Da geht es darum, dass man, ich habe meine 10.000 Schritte noch nicht ganz, da geht es darum, dass man möglichst täglich seine Ringe voll kriegt und nach 5 Tagen hat man eine aktive Woche, da kriegt man dann auch eine schöne Medaille. Der Rainer guckt nämlich jetzt gerade, verrenkt sich hier ein und guckt auf seiner Uhr, aber schon mehr Schritte hat. Der ist nämlich heute Morgen, wenn er in unsere Story schaut, um kurz vor 6 wie ein absoluter Gangster mit seinem Rennrad zum Bahnhof gefahren. Das sah schon aus, ich dachte schon, der will durch bis Barcelona. Aber er hat dann doch noch den Flieger genommen. Ja, da sind meine Ringe schon deutlich erleuchteter als die vom Rainer, ne? Gut. Apropos Wandern. Wandern. Da war noch was. Ein Thema, was der Rainer vor Jahren schon mal hatte und was ich auch mal ganz kurz mit einem User bei einer Frage beleuchtet habe, war die Integration von Komoot, wo ich mir ja Touren dann eben raussuchen kann und dann auf die Uhr übertragen kann, um die dann eben ja abzuwandern, ohne dass ich nochmal das Smartphone raushole. Und hier hat man jetzt eine direkte Unterstützung auf der Uhr zukünftig. Das heißt, ihr könnt dann zukünftig direkt, so der Plan, die Komoot-App bzw. die Komoot-Touren auf der Uhr, ohne diesen, ja, kompliziert war der Umweg nicht, aber es war noch ein Umweg. Und das klappt jetzt dann einfach deutlich besser als noch vorher. Und da freuen wir uns doch, dass auch so ein bisschen nach den langen Beschwerden oder der Kritik oder dem Wunsch da zu verbessern, dieser Wunsch von Huawei erhört und jetzt eben umgesetzt wurde. Also auch da gerne mit uns in den Austausch treten. Nutzt ihr Komoot? Wie wünscht ihr euch das Ganze? Und wir schauen, ob wir im Rahmen der Berichterstattung, der Reviews auch von den Uhren, weitere Informationen kriegen und euch dann direkt damit versorgen können. Aber der Rainer hat gesagt, wir haben noch einen zweiten Punkt vergessen, nämlich die Preise. Auch die findet ihr komplett in unserer Instagram-Story. Das Schöne ist, bei der Watch Ultimate bleiben wir beim alten Preis mit 899 Euro. Das ist schon mal eine sehr schöne Sache. Wobei es dann natürlich auch immer wieder schöne Deals gibt. Also wenn euch die Uhr gefällt, dann unbedingt einfach da mal auf dem Laufenden bleiben. Dann haben wir natürlich die Huawei Watch GT 5 Pro. Die beginnt bei 379 Euro, wo ich wirklich sagen muss, attraktiver Preis, da hätten wir höher eingeschätzt, und geht dann bis 449 Euro für das schicke Titanium bzw. das Keramikmodell. Bei der GT5 ist es relativ einfach, egal ob 46 oder 41 mm, also Herren- oder Damenmodell. Da sind wir einheitlich bei 249 Euro. Die Watch D2, da habe ich übrigens noch vergessen zu sagen, die hat eine medizinische Zertifizierung. Also auch da nochmal. Das ist jetzt nicht so was, was Huawei da zusammengebastelt hat und was letztendlich nicht valide ist. Die kostet 399 Euro. Jeweils für die Angebote schaut am besten in unsere Artikel. Huawei MatePad Pro, hatte ich schon gesagt, gibt es in zwei Versionen. Einmal mit dem normalen Display und einmal mit dem PaperMate. Die normale kostet 849 Euro. Und die schicke mit dem PaperMate und immerhin 12 GB RAM und 512 GB internem Speicher sowie dem Keyboard kostet 999 Euro.
Und das jugendlich dynamische MatePad 12, MatePad 12X. Live. Jetzt kommt auch noch der Commander, also Live. Tech Looper, ins Bild. Der möchte auch noch was sagen. Ja, hier, Tech Looper, sag uns mal, was kostet das Huawei MatePad 12X? Ja, 569? Ja, oder 649? Ja, man merkt, die Tech-Blogger, die werden alle älter, die brauchen jetzt ihre Brillen und können nicht mehr so genau alles sehen. So, jetzt haben wir auch noch die Preise und ja, fehlt euch noch was an Infos? Was sollen wir im Laufe des Abends, bevor wir morgen in aller Frühe wieder heimfliegen, was sollen wir für euch noch in Erfahrung bringen? Was ja, drückt euch noch auf der Leber, auf der Seele? Schreibt es uns in die Kommentare und wenn wir es nicht sofort beantworten können über Social Media, dann auf jeden Fall im Rahmen der Reviews. Und alle, die jetzt nochmal mit ins Live-Bild wollen beim Huawei-Blog, können natürlich jetzt gerne ist das, vorbeikommen. Ist das der beste Blog der Welt? Und alle mal in die Kamera winken und tschüss sagen. Sind wir jetzt raus? Warum bist du so kalt? Ja. Du bist echt ekelhaft kalt, bist du. Servus.